Alright, good morning. Welcome to Q's Box. Guten Morgen, Leute. Boah, ich habe gemerkt, die Erschöpfung kickt ein bisschen rein. Hab ziemlich lang geschlafen. Es ist 12. Aber jetzt geht es mir ein bisschen besser. Und jetzt geht es erstmal wieder ins Gym, weil das habe ich vernachlässigt. 2 Tage lang oder 3. Wenn der rechte Aufzug zu Hause kommt, schaffen wir Day 2 heute. Oh, nice. We made it. Day 2 für uns heute. Bull? Sick. Das war ja noch nie. Das habe ich ja nie erlebt, dass ich die Karte ranhalten musste. Morning. Erstmal Laufbahn. Was? Ja, ich mache nur noch eine Übung, dann bin ich fertig. Okay. Cool. Ja, es passt schon. Ich gehe Laufband, ganz kurze Übungen machen, dann hochduschen, gehe direkt ins 3K. So, jetzt habe ich alles erledigt. Aber jetzt auch schon fast 2:30. Und was mich wirklich immer fasziniert ist, immer wenn ich hier bin, merke ich auf der einen Seite, wie viele Stunden der Tag hat, aber auch auf der anderen Seite, wenn man so viel macht, oder wenn man viel macht, viele Optionen hat auch die ganze Zeit, also die ganze Zeit auch was machen kann, wie schnell der Tag dann auf einmal wieder vorbeigeht. Weil das ist wirklich unglaublich, wenn man ein bisschen Freizeit noch haben will. Was ihr eigentlich immer seht, das ist so, meistens ist es auch nur das Kartenspielen abends. Gestern war es ein bisschen besonders, dass wir wenigstens noch Topgolf spielen konnten. Aber praktisch die Freizeit, da fliegt die Zeit. Und sonst ist es halt einfach nur Pokern und die ganze Vorbereitung auf Pokern. So. Und schlafen muss man ja auch noch, weil wenn man die ganze Zeit was macht, muss man ja die ganze Zeit auch im Endeffekt, oder ist es ja auch super anstrengend, das heißt, man muss ja auch genug schlafen, meistens auch ein bisschen mehr als sonst. Und das ist echt crazy, weil jetzt bin ich schon wieder, oder gerade 1,5 Stunden wach. Jetzt muss ich eigentlich noch zum Supermarkt laufen, das habe ich auch noch nicht erledigt. Bin dann nicht mal ordentlich frühstücken. Heute wird es ein Shake und dann irgendwas für nebenher. Aber ja, es ist echt crazy. Wenn ich jetzt auch noch irgendwie normal frühstücken gehen würde mit irgendjemand, wird auch noch mal eine Stunde drauf gehen. Dann verpasse ich auch wieder ein paar Poker-Level. Also es ist wirklich, ja, es ist natürlich jammern auf hohem Niveau und absolutes Luxusproblem. Aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass, also es echt crazy ist, wenn man hier, also ich glaube, das ist der Hauptpunkt, das ist wichtig zu sagen. Wenn es darum geht, hier viel zu grinden oder viel grinden zu wollen, dann muss man wirklich verdammt gut mit seinem Zeitmanagement umgehen. Weil sonst ist es halt, wenn man es ganz entspannt angeht, dann ist es was anderes. Aber dann ist es, glaube ich, auch so, dass man halt das ein oder andere Turnier einfach mal weglässt. Dann kann man natürlich jeden zweiten Tag Pause machen und so weiter und so fort. Und zusätzlich ist es aber auch so, dass selbst das nicht immer geht, weil man macht ja manchmal einen Tag 2, dann kann man nicht jeden zweiten Tag Pause machen, sondern dann muss man spielen. So, müssen in Anführungszeichen. Auf jeden Fall ist es vielleicht auch heute eine interessante Betrachtungsweise oder fällt es mir heute so speziell auf, weil wie heute Morgen schon gesagt, ich mich sehr erschöpft gefühlt habe. Das ist natürlich jetzt auch wieder nach dem Sport deutlich besser, wie immer. Es hilft mir einfach extrem und ja, mal schauen, wie es jetzt noch die letzten 4-5 Tage ist. Aber ja, neigt sich schon dem Ende zu. Vielleicht können wir noch was gewinnen. 7 Stars. So, gleiches Spiel wie gestern. Ticket geholt, reinlaufen. Hier spielen sie schon wieder alle. Wir sind ein bisschen später dran wie heute, aber jetzt doch gar nicht so viel später. Also eigentlich echt nice. Ja. So, ich durfte jetzt gerade wohl nicht den Security-Mann filmen. Sonst darf man, aber man darf die Leute nicht aufnehmen. Jetzt stellen wir uns praktisch hier in diese kurze Linie. Das ist praktisch die Laidback-Line.
für alle, die sich jetzt später anmelden, weil das Turnier läuft ja schon irgendwie 3,5 Stunden, dann kriegen wir da praktisch unseren Sitzplatz und unseren Chip-Rack mit unseren Chips drin, wie man schon so vorbereitet hier sieht. Und dann geht's los. So Leute, warum sitze ich schon wieder auf dem Zimmer? Ich bin der ersten Hand des Turniers rausgeflogen. Und es war auch einfach wieder Bullshit. Es war einfach Bullshit. So, und ich erzähle euch die Hand auch nicht, weil es geht auch einfach gar nicht um die Hand. Sondern es geht einfach darum, dass ich einfach, ja, dass ich merke, ich performe gerade auf, keine Ahnung, 20% von dem, was ich eigentlich kann. Und das ist einfach scheiße. Und auch in dem Moment, wo ich dann raus war, musste ich wieder an die Worte vorher denken, die ich gesagt habe, auf dem Weg zum Supermarkt laufen. Wo dann einfach, das waren eigentlich die Zeichen, so, da habe ich es eigentlich gesagt, das waren eigentlich genau die Zeichen wieder, wo ich hellhörig hätte werden sollen, einfach mir denken sollen, Junge, so heute einfach nicht spielen, so, es macht keinen Sinn, so, fühlst dich ausgelaugt, bist beschissen aufgestanden, so, dann warst du nur am Hustlen, um einigermaßen rechtzeitig ins Turnier reinzukommen, so, ja, und trotzdem, ich habe mir auch keinen Moment irgendwie Zeit gelassen, mal trotzdem durchzuschnaufen und zu sagen, ist doch egal, gehst du halt ein bisschen später rein, aber jetzt nimmst du dir mal kurz noch eine halbe Stunde, setz dich in die DG-Lounge, isst gemütlich, trinkst einen Kaffee oder so, dann setz dich, du merkst, du bist ruhig innerlich, dann setz dich an den Tisch. Nein, sofort, Einkaufstüte in die Hand, direkt Ticket geholt, direkt mit Ticket an den Platz gegangen. Erste Hand und einfach komplett verblasen. Fuck. Ja. Und jetzt ist es wieder der Punkt, wo ich weiß, okay. Natürlich wieder Kopf hoch und alles, aber so ich darf nicht zu streng mit mir sein. Ich muss auch denken, okay, das ist okay, jetzt sind Fehler. Weil jetzt weiß ich wenigstens Schluss so. So, ich mache jetzt einfach erstmal Pause so. Ich mache Pause und wenn ich jetzt diesen Trip nochmal spiele, es sind noch 4 Tage, ja, ich werde bestimmt nochmal spielen, aber dann muss ich die Sache einfach viel, viel langsamer und gemütlicher angehen und zeittechnisch das auch besser managen. Ich merke einfach, ich habe halt diese Zusatzbelastung durch Content. Ja, dafür bin ich komplett selbstverantwortlich, selbst verschuldet, in Anführungszeichen, so. Aber deswegen, weil die Sache ist halt auch so, ich will diesen Content machen. So, ich will das für euch machen, weil mir macht das Spaß, so. Aber der Punkt ist, dass wenn ich das möchte, dann muss ich auch in der Lage dazu sein, dann eben Abstriche zu machen und dann vielleicht nicht mehr mit den anderen Karten zu spielen, sondern früher ins Bett zu gehen oder früher aufzustehen, um alles aus dem Kopf zu kriegen, das alles zu regeln und dann mich ohne was im Kopf an die Tische setzen zu können. So, und das ist mir jetzt wenigstens klar geworden und war jetzt wenigstens ein Learning. Genau. Trotzdem werde ich jetzt erstmal nachdenken. Ich werde mir jetzt einfach mal Zeit für mich selbst nehmen. Weil ich habe auch gemerkt, das ist auch genau das, was ich gestern gesagt habe, ich merke so ein bisschen, frisst mich das Ganze auch auf. Ich bin die ganze Zeit nur am Hustlen, nur unterwegs und was dazu führt, dass ich einfach merke, so, ich spüre mich gar nicht mehr selbst so. So, ich bin nur am Machen die ganze Zeit, so vom einen ins nächste ins andere und denke mir die ganze Zeit, ja gut, wenn ich jetzt noch mehr mache heute, dann habe ich noch mehr Content für euch und so. Also es ist eine total ungesunde Denkweise auch, wenn ich jetzt mal mich eigentlich versuche zu reflektieren, was ich die letzten Tage einfach, glaube ich, nicht gemacht habe, merke ich auch gerade. Ja, dass ich halt merke, so, dass ich so, ich war gar nicht bei mir, sondern ich war immer nur am Machen, aber ich muss mal wieder irgendwie ein bisschen, ja, einfach zur Ruhe finden, zur Ruhe kommen. Genau. Und vielleicht auch einfach mal wieder, keine Ahnung, Kamera nicht anmachen, auch wenn ihr dann weniger Content bekommt, aber ich merke halt, dass es
in dem langen Zeitraum jetzt so, eine Woche ging noch, aber jetzt merke ich so nach einer Woche langsam, jeden Tag ballern. Irgendwann ja, muss ich auch mal, brauche ich einfach mal eine Pause so. Das werde ich dann definitiv nächstes Mal in Vegas auch anders machen. Genau. Was noch heute so kommt, werdet ihr sehen. Ich werde euch mitnehmen, aber ich werde es vielleicht etwas kürzer halten. Genau. Das ist der Stand gerade. Aber natürlich abschließend wie immer. Es ist mega scheiße. Es hat mich mega getroffen, aber trotzdem muss ich versuchen, nach Lösungen zu finden, weil ich glaube, es ist wieder dieses zu streng mit mir zu sein und einfach nur mich selbst dafür verurteilen, führt am Ende auch wieder zu nichts. So, sondern ich muss ja die Learnings und die Lösungen draus ziehen und dann ja durch ein bisschen Ruhe dann wieder in die Spur finden. Du hast schon wieder Uli den Kopf wegdreht. Krank. Nein! Weißt du warum? Der Martino gewinnt, das ist wie beim Main Event, das ist zu konstant, Alter. Das ist zu konstant. Ach, ist Kante Fehler oder was? Ist Kante Fehler? Ja. 9-9. Es wird knapp. 9-9. 9 beide. Come on! Einer noch! Oh, du bist 11, oder? Ja, bleib konstant. Ja! Oh mein Gott! Wir haben gewettet, ich auf Martino und Fabio auf Hannes. Jo, Martino! Willst du auch sagen, Martino? Ja. Boah, Alter, Felix, richtig, richtig. Gut, Hannes! Der Martino wird schwach, ich seh's! Die Beine machen schlapp! Ja! 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 Gibt's nicht! Matchpoint für Hannes! Ja! Bisschen. Nicht, kein Risiko, bist du wahnsinnig. Überschnitt, ja. Überschnitt. Richtig, das sind die Ohren. Sidespin. Auf die Sidespin. Ja. Kurzen Abstecher bei der Party gemacht von den Grindhouse Boys. Und jetzt back to the real games. Mal wieder. Sport auch wichtig für den Kopf. Ihr wisst, bei mir immer number one. Heute ist Tom mein Teampartner gegen Broly und Hannes, unseren Urlauber. Die denken tatsächlich, sie hätten eine Chance. Ja, jetzt muss ich mal Vollgas hier. Ja. Ich bin schon mein Ziel gewesen, dir mal zu legen. Heute habe ich wieder Chance. Ja, aber jetzt spielst du gegen mich. Jetzt kriegst du die Schläge selber mal auf den Schläger. Du musst gucken. Schau mal, good luck. So Leute, kurzer Real Talk nochmal nach dem Paddle. Ihr wisst, ich bin immer komplett ehrlich mit euch. Hat mir auch ein bisschen bei der Reflexion geholfen. Wir haben, glaube ich, 4 Sätze gespielt oder so und auch einmal Partner gewechselt und ich habe absolut jedes Match verloren. Und das soll jetzt kein Flex sein, sondern obwohl ich von den 4 von uns an sich der beste Spieler bin, ich habe früher 10 Jahre Tennis gespielt, Mannschaft, volles Programm und so. Deswegen meinte ich das. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern was ich wirklich gemerkt habe, ich hatte so eine Wut in mir. Ich war so tilt auch auf eine Art, man kann es auch tilt sagen, oder ich war einfach so sauer und wütend. Ich wurde kurz unterbrochen. Ich war so sauer und wütend, wer ein bisschen sich mit Tennis auskennt, der weiß auch, dass da schon auch ein paar Parallelen zum Poker sind. Dass einfach auch, wenn man da keine Ruhe bewahrt oder so, dann
spielt man halt auch einfach deutlich schlechter. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt gerade ist einfach so viel Stress in mir drin ist, dass sich das auf absolut jeden Bereich überträgt. So. Und das war aber auch irgendwie sehr interessant zu sehen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das zumindest hilfreicher ist, als wenn ich jetzt halt einfach weiter irgendwie keine anderen Vergleichsmomente habe und dann mich wieder ins nächste Turnier setze und wieder unruhig bin und so weiter und so fort. Genau, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es einfach tiefer sitzt gerade und dass ich jetzt auf jeden Fall halt einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen muss und habe mir eben auch viele Gedanken drüber gemacht, über das Thema, so, ich bin hier in Vegas, lebe den Traum, aber was macht mich hier eigentlich wirklich glücklich? So. Und ja, und die Frage konnte ich zumindest jetzt ist es natürlich auch, bin ich natürlich auch dadurch beeinflusst, dass es nicht so gut lief, dass ich auch ein paar Fehler gemacht habe, für die ich mir dann auch wieder sehr arge Vorwürfe gemacht habe und so, dass ich natürlich dann auch einfach diese Frage momentan einfach nicht beantworten kann oder konnte. Und das hat mir aber dann auch wieder gezeigt, dass ich denken muss, oder was, glaube ich, klug ist, dass ich eben jetzt erstmal andere Dinge mache, morgen einfach komplett was anderes, Abstand gewinnen, alles mal auch wieder ganz ruhig mache, weil eben jeder Tag purer Stress war nur. Und dann eben versuche, diese Frage beantworten zu können. So, weil ich glaube einfach, solange ich diese Frage nicht beantworten kann, weiß ich einfach, dass mein Kopf einfach, der ist einfach nicht auf der Höhe oder ist nicht da, wo er sein soll. Und ich glaube, dass deswegen war es auch einfach gut, jetzt wieder Padel zu spielen, Ausgleich zu suchen und dann eben die Reflexion automatisch zu bekommen, weil ich jetzt das Gefühl habe, jetzt habe ich irgendwie ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann und das fühlt sich auf jeden Fall schon wesentlich besser an. Jetzt laufe ich noch rüber ins Paris und gehe mit Samu, Tom und Roli was Leckeres essen und dann war es es wahrscheinlich auch schon für den Tag. Da ist er. Yo, mein Neighbor. Alles gut? Nach 3 Uhr Rückstand. Das erste Mal, oder? Erstes Mal. Wir zwei haben einmal gegen Roli, gegen 2Q und Hannes gewonnen. In Ding. Das sind Geschichten aus dem Ball, Leute. Wir haben gar nichts, weil ihr seid. Wir haben Baduki Hand, Alter. Wir haben 10% Equity. Zurück. Es rechnet noch, ich muss ein bisschen überlegen. Für gut. Ja, Druck geht's halt, da ist schön. Was hilft uns? Du's! Oh! Sick the land! Scheiße, ist wieder komplett ausgeglichen. Was brauchen wir am River? Eine Blank 3? 3 ist gut. 3 ist optimal. Peak. Peak ist sehr vier. Gut. 4? Oh, vier. Eine Peak 4. Oh, spät, das ist schlecht. Fein raus, Alter. Wir ja, gewinnen, ey. Aber Q verliert. Ja, er verliert. Was? Ja, er macht Nut Flush. Ich hab Nut Flush. Ich hab Ace Check. Ja, na, er hat Check vor mir im Check. Oh mein Gott, ihr könnt gewinnen. Ihr habt verloren. Verliererteam, Alter. Vorher Gewinnerteam, jetzt Verliererteam. Dank und Anerkennung, Jungs.